Hey Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und heute in diesem Video zeige ich, wie ihr Ren's Treasure Chest Week 2 oder wie es heißt, Ren Week 2 Treasure Chest bekommen könnt. Und das ist wirklich auch mega einfach. Außer ihr steht euch doof an, natürlich auch nicht einfach. Aber ich zeige euch, wie das geht, ganz einfach. Nicht, was ihr machen müsst. Ihr müsst einfach hier gleich eine neue Runde spielen, die gerade in der Mache ist. Und wenn diese Runde gewinnt, egal welche Map, es kann jede Map sein, dann, wie gesagt, könnt ihr diesen Badge bekommen. Ganz einfach. Und wie das geht, das zeige ich euch gleich in der nächsten Runde. Deswegen würde ich sagen, bis gleich. So, die Runde ist jetzt vorbei. Und jetzt warten wir, dass die nächste Runde beginnt. Und dann geht's schon los. Und wie gesagt, ihr müsst einfach nur das Ziel erreichen. Ihr müsst nicht mal den Gegner töten. Get ready. 3, 2, 1, run! So, jetzt müssen wir überleben und hier durchkommen. Wie gesagt, am Ende des Ziels ist dann schon die letzte Aufgabe. So, wir laufen mal weiter vor. Hier, warte mal kurz, dass er... Wie gesagt, er muss uns töten. Und wenn wir das überleben und durchrennen, dann, ja, schaffen wir das. So, wir müssen kurz warten. Oh, der versinkt gerade da. Huch. So, dann können wir weiter. So. Checkpoint reached. Nee, wir müssen darauf warten, dass er, Oh! So, und dann zeige ich kurz mal hier einmal den kurzen kleinen Einschnitt. Denn, so klug wie ich mal wieder war, habe ich vergessen, oder habe irgendwas verkehrt, ja, gemacht. Deswegen will ich kurz hier im Video zeigen, dass ihr auch einfach, wenn ihr tot seid, auch diese Kiste bekommen könnt. Deswegen rennen wir kurz und rushen hier kurz durch, dass ich das hier gleich noch zeigen kann. Wie gesagt, wird ein bisschen vorgespult, aber dann wisst ihr wenigstens richtig Bescheid. Und da seht ihr schon die Kiste. Und dann, wenn ihr ein Geist seid, dann könnt... Genau, da seht ihr, ne? Könnt ihr sie trotzdem gewinnen. Ihr habt gerade gesehen, auch wenn ich gerade sehr verwirrt war, weil ich ja eigentlich gedacht habe, man muss das Leben überleben. Aber nein, ihr habt gerade den lebenden Beweis gesehen. Ihr müsst euch sogar... Ihr könnt euch so doof anstellen, wie ihr wollt. Auch sogar, wenn ihr stirbt, dann, wie gesagt, könnt ihr trotzdem die Kiste kriegen. Ich war auch gerade sehr leicht verwundert, aber ihr seht auch, man kann auch im Tode auch diese Kiste kriegen. Das ist kein Problem. Und ich würde sagen, ja, das war's dann auch schon von diesem Video. Und wenn es dir gefallen hat, dann gebt auf den Daumen nach oben. Wenn ihr hier Ehrenmänner seid oder auch Ehrenfrauen, dann lasst auf jeden Fall ein Abo da. Aktiviert auf jeden Fall die Glocke, dass ihr keine neuesten Videos von dem Event oder sonstiges auf dem Kanal verpasst. Und checkt auf jeden Fall die Roblox-Gruppe aus. Da gibt es momentan eine richtig coole Aktion. Auf jeden Fall auschecken. Es lohnt sich. Und sagen, wir sehen uns zum nächsten Mal. Haut rein, Leute, und ciao.